Entfernen Sie sich auch bitte von der Piste. Ja. Betretungsverbot für die Pisten. Gestern kam es auch wieder zu vermehrten Verstößen gegen die Corona-Schutzverordnung, aber auch gegen die erlassene Maskenpflicht. Das hat dazu geführt, dass die Stadt sich entschieden hat, hier Betretungsverbote für einige Skipisten auszusprechen. Und das ist auch der Grund, warum wir das Kräfteaufgebot nochmal erhöht haben, um das auch zu kontrollieren. Dass einige Skipisten trotzdem belaufen sind, das war uns von vornherein klar, dass das passiert. Man muss einfach wissen, wir haben über 40 Hänge, die hängen alle miteinander zusammen. Das sind zigtausend Quadratkilometer. Das ist unmöglich, das zu verhindern, aber die Kollegen greifen da ein und bringen die Leute von der Piste. Das funktioniert sehr gut. Wir haben leider auch heute wieder die Feststellung gemacht, dass viele Menschen das nicht abgehalten hat. Auch die Ankündigung, dass hier die Skipisten nicht betreten werden dürfen. Und deswegen mussten wir jetzt in Absprache mit der Stadt hier die Zufahrten sperren. Das heißt also, wir haben die Hauptzufahrtsstraßen, die nach Winterberg führt, alle konsequent zugemacht, um so zu verhindern, dass hier die Skipisten wieder volllaufen. Ja, am gestrigen Tag haben wir grundsätzlich die Erfahrung gemacht, dass viele sich auch damit einverstanden zeigen und auch den Maßnahmen auch eine gewisse Akzeptanz gegenüber zeigen. Hier und da haben natürlich auch einige Leute ein bisschen über die Stränge geschlagen und sich nicht ansprechend verhalten. Da wurde versucht, Kollegen zu bespucken oder auch einige sind beleidigt worden. Das geht natürlich gar nicht und da schreiten wir auch konsequent ein und schreiben Strafanzeigen. Das ist schwierig. Ich meine, man gönnt allen den Spaß und auch den Schnee und so. Und auch die schöne Natur, die wir haben. Aber so wie das den letzten Tagen abgeht, ist einfach zu voll. Wir haben versucht, um alles ein bisschen zu managen hier mit einem Parkplatz, dass auf jeden Fall die Rettungsgasse frei bleibt und alles. Und das hat ganz gut geklappt. Aber trotzdem bleiben die Leute kommen und den ganzen Tag Stau. Und auch nicht unbedingt Leute, die immer Abstand halten. Und dann müssen wir jetzt leider anders durchgreifen.